Ja, musst du jetzt deinen Freund auch noch hier rumholen. Aber die scheinen nicht zu kommen. Oh, hast richtig schlechte Freunde, keiner mag dich. So. Nachricht, Vorsicht vor Leichtsinn. Inwiefern? Selbst wenn ich hier runterfalle, stirbt man doch nicht, oder? Ich probiere es aber nicht aus. Versucht Sprungangriff? Ach so, um dahin zu kommen, oder was? Das bezweifle ich aber, dass das funktioniert. Oh Gott. Oh Gott! Alter, das war mega knapp. Da hätte ich fast einen Abgang gemacht. Hi. Nee, das funktioniert niemals. Niemals kann ich da drüber springen. Wahrscheinlich kann ich da irgendwie von da oben irgendwie hier so runterspringen. Alter! What the fuck? Da habe ich mich jetzt gerade aber mega erschrocken. Alter, mein Herz. Hui, hui, hui. Ja. Von da oben irgendwie runterspringen oder so. Lol. Das ist ja auch noch so. Schade. Ha! Aber ich hab dich, großer Schildkrötenmensch. So, ich habe keinen Estus mehr, also schlucken wir mal einen Stein. Ich esse die aber auch gerade echt wie Lutschbonbons. Soldatenschild. Gucken wir uns gleich an, nachdem wir geguckt haben, wie der hier gestorben ist. Der ist hier echt durchgerannt. Wie dumm kann man eigentlich sein? Mega dumm. So, gucken wir uns den Schild an. Hier ist ja gerade. Ach, das ist so einer. Den habe ich doch gedroppt bekommen schon. So, also nicht im Menü. Oh, das sieht safe aus. Mal gucken mal, dass wir nur einen holen. Komm mit. Uiuiui. Ui, ui. Der denkt sich aber auch. Ui, da muss ich aber schnell sein. So. Sehr schön. Wir haben es geschafft und kriegen einen Gegenstand allen Menschen. Na gut. Ich hätte lieber was Cooles bekommen. Alter, der läuft echt voll Zombie rum. Naja, aber sind ja auch Untote. Passt schon. Passt schon. Da ist ein Item. Bitte tötet mich nicht von oben. Oder vom Feuer. Ja, sehr schön. Drei Lebenssteine. Das ist auch ein Item. Da hoch komme ich nicht. Da hoch komme ich nicht. Dann komme ich da später hin, denke ich mal. So. Hallo. Kriege ich hier Schaden? Erstmal machen wir dich kaputt. Gut.
Ja. Ja. Seele eines stolzen Ritters war's. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sieht gut aus hier. Seele eines stolzen Ritters zum Erwerb von Seelen. Richtig vielen Seelen. Wir haben schon wieder 1800 Seelen. Krass. So, schieß noch mal bitte. Ich werde jetzt sterben. Ha! Ich bin tatsächlich invisible, wenn ich eine Tür öffne. So, das habe ich nicht gesehen. Langschwertfeuer. Das hört sich nice an. Huiuiui, da habe ich gerade gedacht, okay, jetzt muss ein Abgang. Oh, weniger Schaden. Na, aber noch Feuerschaden. Und es skaliert schlechter. Toll. Und es ist schwerer. Und wir können es uns ja mal eben kurz angucken. Das geht immer ganz schnell. Aber es sieht nicht so nach Feuer aus, oder? Findet ihr nicht auch? Sieht nicht so sehr feuermäßig aus. Könnte wenigstens so ein Feuerschimmer oder so. Aber es macht Feuerschaden angeblich. Aufladen kann ich nichts hier. So. Schieß doch. Alter, ich habe gerade echt gedacht, der würde mich jetzt treffen. Aber wir rennen hier ganz schnell raus. Haha. Noob. Vergammel in deinem Loch. So. Das musste sein. Man muss seinen Gegner immer dissen, damit die richtig, richtig miese Laune haben. Wenn ich so dort drüber nachdenke, keine gute Idee. Aber okay. Weiter geht's. Ja. Okay. Okay. Ja, logisch, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Nö. Hab keine Lust. Okay, ich hätte vielleicht Lust. Da hat er mich. Da hat er mich leider. Aber der Weg ist ja Gott sei Dank nicht so lang. Und wir machen tatsächlich Feuerschaden. Leute, wir sind ein Drache. Jawohl. Richtig nice. Okay. Diesmal wird. Kommt doch her. Oh. Too easy for me. Ich kann hier nicht runterspringen. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Oh lol, ich habe kein Leben. Ich werde gleich auch noch mal ein Menschenbild nehmen. Bastardschwert. Ja, das werden wir uns gleich auch noch mal geben. So, tschüss. Ja, einfach nur, damit ich wieder volles Leben habe, weil das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf den Sack. Und wir sterben ja nicht so oft. Hust, hust. Wo mache ich das nochmal? Ich glaube einfach benutzen. Menschlichkeit zurückhalten. Das sieht gut aus. Ja. Ja, wir haben wieder volles Leben. Alter, ist das Noshi. Ja, braucht man bestimmt, keine Ahnung, 85 Stärke für oder so. So, jetzt haben wir wieder volles Leben. Wir haben auch an sich viele Seelen. Und wir sind wieder richtig hübsch. Alter, sind wir hübsch. Oh, richtig sexy. Ich will noch mehr. Die Nase sieht irgendwie komisch aus. Egal. Die Nase muss so ganz bestimmt.
vielleicht. Okay. Da draußen ist nichts mehr. Wir sind jetzt hier. Nee, ich werde jetzt noch ein bisschen Seelen ansammeln. Ich werde jetzt nicht nochmal rumreisen. Wir gehen jetzt hier runter und gucken mal, warum wir in die Hölle gehen. Ah, du siehst aus wie ein Gegner. Ha! Hast mich nicht getroffen! Oh. Ja, Zweihand-Comboed! Oh, der küsst den Boden. Seht ihr, wie er seinen Fuß anwinkelt? Alter, aber die Beine sind schon echt krass hässlich. Also, ich meine nicht texturmäßig, sondern... Alter, das sieht... Boah, sieht die eklig aus. Der gewinnt auf jeden Fall keinen Fußwerbespot. Get burned by my fire sword. Ja, Seelen können wir immer gebrauchen. Ja, die Tür ist sowieso verschlossen. Ja, ist klar. Alle Türen sind immer verschlossen in Dark Souls. Kann man sich eigentlich so... Es ist... Man wird immer nicht enttäuscht, wenn man davon ausgeht, okay, die Tür ist jetzt verschlossen, weil... Die meisten Türen sind eigentlich verschlossen, wirklich in Dark Souls. Hahaha, da warst du nicht schnell genug, was? Oh, noch. Ja, danke, dass du mir das nochmal droppst. Dann können wir uns das nämlich nochmal angucken. Das sieht, da, Bastardschwert. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Oh. Ohoho, 20 Stärke. Ja, dann nicht. Ich habe, glaube ich, nur 10. Oder? Stärke? 10. Ja. Ich habe nur 10 Stärke. Ja. Wäre jetzt ein bisschen teuer, die nur wegen diesem einen Schwert zu... ja, verschlossen. Na klar. Nur wegen diesem einen Schwert jetzt zu holen. So, wir gehen wieder zurück, weil wir nicht wissen, was hier ist. Ah, ich sollte nochmal zurückgehen. Fällt mir gerade auf. Dann kann ich für meinen Bogen Pfeile kaufen. Oh, hallo. Warte, ich stelle mich eben richtig hin dafür. So. Da hat einer auf mich geschossen, oder? Oder? Na? 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 Nee, anscheinend doch nicht. Wie bist du denn gestorben, mein Freund? Das Leiden anderer. Es ist immer so witzig. Ja, komm. Ich gehe nochmal zurück. Dann gucken wir, ob der Schmied da ist. Wenn der Schmied da ist... Also, fertig, bereit ist. Werden wir mal gucken, ob wir bei ihm auch Pfeile bekommen. Weil bis jetzt haben wir ja sonst keinen anderen gefunden. Niemanden gesehen, der Pfeile hat. Und wenn der schon den Bogen hat, hat er vielleicht auch die Pfeile. Hoffentlich. Bearer of the Curse. Danke. Also, er sitzt hier schon mal. Ah, ja, das sieht gut aus. You, stand back. This is dangerous work. Hey, ich hab dir deine Schmiede geöffnet. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. Und ich bin And cool. You are... another useless traveler. Undankbar, Herr. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Ha, ich versuche wenigstens den Fluch zu brechen. Außerdem bin ich quasi König. Show me what you've got. Ich bin also dein Oberhaupt. Let me have a look. Drang Lake. But do it quick. Ja,
kaufe jetzt was bei dir, obwohl du so ein böser Mensch bist. Pfeile. Was kostet das? Dann kaufen wir mal 100. Ja, ich meine das ernst. Ich möchte 100 haben. Und die werde ich sehr schnell verbrauchen, glaubt mir. Selbst mit 100. Ich werde noch viel, viel mehr Pfeile in diesem Spiel benötigen. Okay. Reparieren, verstärken. Verstärken wir das mal. Dafür bräuchte ich jetzt 2 Titanitscherben. Die habe ich nicht. So. Ja, Rüstung verstärken bringt nichts mit Titanitscherben, meiner Meinung nach. Weil Rüstung wechselt man sehr oft. Während man Waffen an sich eine längere Zeit benutzt auch. So, wir nehmen jetzt mal hier einfach alles benutzen und rüsten mal ein bisschen unsere Waffen auf. Ja, benutzen. 2000 WTF! Hallo? You again? Was machen wir denn? Das sind 2, 4. Sechs bräuchte ich. 6 Titanitscherben. Dafür habe ich definitiv nicht genug Geld. 4. 4 passen. Oh. Nehmen wir vier. Und verstärken das nochmal. Oh, das ging sogar. Und jetzt haben wir nicht mehr genug gesehen. I'll be around, if you make it back. Sehr nett von dir. Fick dich. So, wir haben jetzt Pfeile. Wir haben jetzt ein noch geileres Schwert. Das ist leider noch nicht geiler. Aber egal. Oh, den Bogen hätten wir auch rüsten können. Jetzt haben wir nicht mehr genug Geld. Na gut, dann halt nicht. So, aufleveln können wir nicht. Wir haben 12 Seelen. Also reisen wir wieder zum Kardinalsturm. Und gucken uns da mal etwas an. So. Oh! Das hier ist ein Zeichen zum Rufen. Deswegen heißt es auch Rufsymbol. Leonardo. Wollen wir aber jetzt nicht. Dann können wir so koopmäßig zum Boss gehen oder so. Aber, naja, wir sind noch nicht am Boss, also brauchen wir das nicht machen. Wie viel Schaden kriegst du da durch? Ich hätte gerne noch das andere Schwert verbessert. Aber damit sind schon mal die großen, also mit unserer Hauptwaffe sind schon mal die großen Two-Hit. Sorry, nicht One-Hit. Brain-Lag. Ah. Erst Doggy-Style und dann tot. Hallo? Hallo? Du kannst da ohne Probleme hinspringen, aber wenn hier der Blutfleck, der weg ist, hier gesprungen wäre. Also, was er ja getan. Oh, lol. Da wurde ich auf jeden Fall geschossen. Aber von wo? Da! Da bist du, mein Friend. Oh, das hat gerade ein bisschen laggy. So, und jetzt. Aua! Oh Mann, läuft gerade mega flüssig, wie ihr seht. Aber er ist tot.
Und wir haben 3 Pfeile benötigt. So, und jetzt seht mal, was eben cool ist. Wenn wir jetzt hier so einen Nahkämpfer anhitten, denkt er sich so, ey, fick dich, ich komme jetzt zu dir. Dann wechseln wir wieder auf unsere Hauptwaffe. Komm her, los. Wir hauen ihn in die Phrase. Ich war gerade etwas panisch, dass ich so wenig Schaden gemacht habe. So, und dann nehmen wir wieder... Oh, hoppla. Boots! Oh. So. Sehen wir noch irgendwo Gegner? Nein. Sehr schön. Sehr nice. Aber ich werde wieder beschossen. Das gefällt mir nicht. Unten gucken wir uns gleich um. Unten gucken wir uns jetzt um. Ich könnte dahin springen. Ich könnte... Wo kann ich denn sonst noch hier hin? Nirgendwo, oder? Bitte nicht runterfallen. So, wir springen mal hier eben rein. Hallo? Okay, hier ist keiner. Fackel, nice. Werde ich nie benutzen. So, was können wir jetzt hier machen? Runterfallen. Toll. Nice. Ey. Haha! Ja. Komm mal hierher. Los. Ich nehme ja schon wieder einen Lebensstein. Ist ja gut, ist ja gut. Okay, da sind wieder Items. Da kommen wir von irgendwo anders hin, aber hier ist eine Leiter. Da ist kein Item. Nee. Leiter. Jetzt werde ich schon wieder beschossen. Ey! Was du kannst, kann ich schon lange. Jawohl, Headshot. Ich werde immer noch beschossen. Ah, da. Boots. Komm noch nicht mal hier an, deine Pfeile. So, und deswegen liebe ich den Bogen einfach. Weil es gibt natürlich auch Fernkampfgegner hier. Und die kann man einfach so einfach mit dem Bogen wegmachen. Und hier kann man nochmal diese wunderschönen Beine sehen. Die sehen aus, als wären sie aus Holz. Wenn man es nett ausdrückt. Ansonsten könnte man auch sagen, die fallen gleich ab. Irgendwie muss ich hier doch vernünftig runterkommen. Ja. So hatten wir aber nicht gewettet, mein Freundchen. So, da wird mal eben Flocon für genommen. So, wo komme ich jetzt hier runter? Sag mir, wie ich... Nee. Da doch. Give me item. Toll. Oh, noch so ein Brocken. Nice. Und ein Item, an das ich nicht rankomme. So. Hier geht's hoch. Ah, okay. Hier werde ich auch runterkommen. Na, ich lese Gegenstand voraus, deshalb links. Ah, das ist, wenn man hier kommt, dann deshalb links. Schatz voraus. Ja, hilfreich. Aber habe ich schon gefunden. So, jetzt sind wir wieder hier. Und wir gehen wieder hoch.
Denn es gibt natürlich noch mehr Sachen zu erkunden. Wir haben ja noch nicht alle Wege uns angeguckt. Zumindest habe ich noch ein paar Wege gesehen. Da hinten ist, kommt man irgendwo raus, weil man da nicht reinkommt. Aber da kommt man rein und das ist eine Leiter. Und das ist nur ein Schatten von mir. Alles klar. Da hätte ich vielleicht doch besser springen sollen. Und nicht versuchen zu rollen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Seelen da jetzt liegen. So, aber das und mehr, viel mehr, seht ihr in der nächsten Aufnahmesession. Mal gucken, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Hoffentlich lang genug für genug Folgen. Sonst sehen wir uns sehr bald wieder schon. Ansonsten auch, hoffentlich. Lasst ein Like da oder falls ihr gerade erst auf mich gestoßen seid, lasst vielleicht auch ein Abo da. Ja, ich verabschiede mich hiermit und bis zum nächsten Mal zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Tschüss.